Du glaubst, du bist gut im Fußballspielen, dann hast du noch nicht Fußball im Hard-Modus gespielt. Und damit meine ich Blindenfußball. Denn im folgenden Video durfte ich zum ersten Mal Blindenfußball spielen mit der größten Herausforderung. Klar, man sieht nichts, aber man geht nur mit dem Ohr dem Ball hinterher. Und dann musst du noch aufpassen, dass du in niemanden reinrennst oder vor den Pfosten. Und wenn du jetzt genauso gehypt bist wie ich, dieses Video zu sehen, ja, dann bleib einfach dran. Dieses Mal hat es uns nach Stuttgart verschlagen und natürlich überlegt man sich vorher, was kann man da als Challenge machen. Ich glaube, da gibt es sehr viel Weinanbau im Umkreis. Wäre ja mal nett gewesen, hätte ich ein Wine-Tasting bekommen oder so. Wine-Tasting. Joint war wieder Spielverderber. Das ganze Gegenteil von Wein ist eingetreten. Es ging auf den Sportplatz. Aus der Ferne habe ich schon diese lauten Rufe gehört. Ich habe nicht genau verstanden, was. Es klang wie Boy, Boy. Und dann habe ich 1 und 1 zusammengezählt und dachte, okay, das ist wahrscheinlich ein Blindenfußballspiel. Also eigentlich, glaube beim normalen Fußball ist es auch so laut, glaube ich. Also die schreien alle auch so, hier, ich bin frei und alles. Aber das ist eine ganz andere Kommunikation, die hier stattfindet. Lieber Kevin, herzlich willkommen beim MTV Stuttgart, dem amtierenden deutschen Vizemeister im Blindenfußball. Du wirst hier heute einen Tag mitkicken. Deine eigentliche Challenge wird am Ende das finale 6-Meter-Schießen sein. Für einen Punkt für die Moderatoren solltest du spätestens dann deine Körperkoordination halbwegs im Griff haben. Hals- und Beinbruch und gut Kick. Ich krieg ja schon normales Fußball nicht hin. Ich habe gar keine Berührungspunkte. Ich gucke keinen Fußball, ich spiele keinen Fußball. Ich habe da einfach keinen Bezug zu. Hallo. 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 Hallo in die Runde. Hallo, Kevin. Wann hast du 3 Punkte gehabt? 9? Nein, normal 9.30 Uhr auf dem Sport. Wie viel haben wir jetzt? Das sind 6 Minuten zu spät. Ich komme dir entgegen. 30 heute in der Mannschaft. Alles klar. Okay. Und eine Sache ist mir gleich wieder bewusst geworden, dass so Teamsport eine richtig coole Sache ist, weil ich mich direkt aufgenommen gefühlt habe. Der Trainer hatte diese Brille für mich. Das war krass. Man hat gar nichts dadurch gesehen. Also nicht mal den Hauch von Licht, nichts. Die, die noch ein Restsehvermögen haben, die bekommen dann auch diese Brillen auf, damit es dann einfach fair ist. Ich denke, mit das Besonderste ist, dass der Ball Geräusche macht. Und dann war meine erste Aufgabe auch mit diesem Ball erstmal ein bisschen dribbeln üben. Der Kevin kommt dazu. Alles klar, auf geht's. Boy, boy, boy. Boy. Laufe ich gerade Richtung Bande? Laufe ich gerade Richtung Tor? Bin ich am Rand? Stopp, okay. Andere Richtung, okay. Du weißt es nicht und auf gut Glück gehst du einfach geradeaus. Mein Ball ist weg. Vor mir, Kevin. Vor mir? Ah, da, okay. Boy. Die rufen übrigens nicht Boy, 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 sondern Boy, Boy, Boy. Um auf sich aufmerksam zu machen, hey, hier bin ich, hier ist jemand in der Nähe, lauf nicht gegen mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Art ein bisschen interessanter finde als den, sag ich mal, klassischen Fußball. Das ist eigentlich wie das Videospiel im Hard-Mode durchzuspielen. Es ist eine größere Herausforderung einfach. Cool, wir machen einen Staffellauf, ja? Ja. Ich treppe jetzt mal hoch in die Richtung. Genau, ja. Ich bin der Mulgeta Hosan. Ich bin seit Anfang an hier bei MTV Stuttgart, Kapitänsführer auch. Das Schöne daran ist, du fühlst dich ziemlich frei auf dem Platz und du kannst mit dem ganzen Team richtig Gas geben. Schon beim Staffellauf kam Mulgeta zu mir und hat mich so ein bisschen an die Hand genommen und mir noch mal viele Profi-Tipps gegeben. Nicht so stehen bleiben wie so ein Baum. Ein Baum bewegt sich auch nicht, der ist verwurzelt. Du kannst dich bewegen, ja? Die letzte Trainingseinheit für mich war das Torschießen. Schuss! Ja. Man muss ganz ehrlich sagen, mein erster Schuss war nicht schlecht, wurde zwar gehalten, aber immerhin nicht drüber oder an der Seite vorbei. Dann habe ich aber auch irgendwann mal gelinst, wie die anderen so schießen. Und als die dann die da drauf ballern, boah, da habe ich mir schon Sorgen um meine Challenge gemacht. Ich hatte 3 Versuche. Und der dritte war sogar drin. Und das hat mir dann wieder so ein bisschen Rückenwind gegeben, dass ich genug Motivation hatte, das Ding vielleicht doch zu holen. Das Training war abgeschlossen, jetzt wurde die Sache ernst. Mulgeta gegen mich, ich gegen Mulgeta, er einfach Hardcore-Profi vom MTV Stuttgart und ich absoluter Amateur. Ja. Dann gehe ich runter, der Ball ist vor der Spitze. Ja. Ausfallschritt. Bevor es richtig losging, wurde mir noch gezeigt, wie ein Profi das macht, damit man ungefähr ein Gefühl hat, wo ist der Ball. Rechte Pfosten unten, rechte Pfosten oben,
und dann wird an die Pfosten geklopft. Dann hast du ungefähr akustisch eine Einordnung, wo das Tor vor dir sein könnte. Die Aufgabe bestand darin, dass ich 5-mal schieße, Mulgeta 5-mal schießt. Wer mehr Tore reinmacht, gewinnt. Wenn das dritte Mal das Mitte kommt, dann wird gepfiffen, schnell hochgehen und auch mit der Pike volle Kanne drauf. Mitte, Mitte. Also da ich meine Schüsse ja nicht gesehen habe, ist es schwer zu sagen, wie zufrieden ich damit gewesen bin. Das sehe ich ja auch erst im Nachhinein. Das Ganze geht immer abwechselnd, also hat Mulgeta jetzt geschossen. Oh. Da haben wir uns schon Gedanken gemacht. Mist, mein erster daneben, sein erster gleich drin. Ja, das wird schwierig. Mitte, Mitte. Alter, ich will ja nichts sagen, ne? War das drin, oder was? Aber oben links richtig einen reingezimmert. Und dann dachte ich mir, Diggi, das Ding kann ich ja vielleicht doch noch holen. Ja, Fingernägel knabbern, stand ich dann neben dran, hab gesehen, wie Mulgeta wieder geschossen hat. Ich hatte Glück, der Torwart hat einen guten Job gemacht. Das Ding wurde gehalten. Toll. Gut, dritter Schuss. Hab aber das Ding wohl nicht so richtig erwischt. Und wie ich dann gehört habe, ist er ein bisschen reingekullert. Der Torwart hat einen Schritt zu wenig gemacht. Also ein bisschen mein Glück. Maschine! Plötzlich führte ich gegen den richtigen Profi. Und weil mein lascher Schuss von davor reinging, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, wechseln wir mal den Torwart aus. Einer mit noch mehr Elan kam da rein. Ja, hat ihn direkt gehalten. Mulgeta war wieder dran und ich hatte echt das Gefühl, ich kann gewinnen. Er darf jetzt nur zweimal nicht treffen. Mitte, Mitte. Ja, Trommelwirbel, jetzt wurde es richtig spannend. Wenn ich jetzt treffe, dann habe ich gewonnen, dann kann er nicht mehr aufholen. Zu zentral und schwach. Ich habe nicht getroffen. Mulgeta macht sich bereit, es wird runtergezählt. Wenn der nicht reingeht, siege ich. Und er ballert volle Kanne drauf. Ich hab's Ding geholt. Keiner hätte es gedacht. Vielleicht war auch das Glück einfach an dem Tag mal auf meiner Seite. Ich glaube nicht, dass das was mit meinem Können zu tun hat, dass ich gewonnen habe. Noch ein bisschen mehr als über den Punkt, den ich dann geholt habe, habe ich mich über den ganzen Drehtag gefreut, weil ich einfach echt nette, neue Leute kennengelernt habe, die zusammenkommen, sich untereinander motivieren. Und da habe ich auch echt wieder Bock bekommen, mal wieder was im Verein zu machen. Glaubst du, dass du es geschafft hättest, 5 Tore zu treffen, blind, zumindest mehr als dein Mitspieler? Schreib das mal gerne in die Kommentare rein. Und wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, die vor allem auch Inklusion hervorheben, dann lass doch einen Daumen nach oben da, like den Kanal bzw. abonniere ihn und lass die Glocke an. Naja, du weißt, was ich meine.